Alles Wichtige, was man über Prismen wissen sollte. Zum Beispiel, dass Prismen der Plural von Prisma ist. Jetzt hier in diesem Video. Ein Prisma ist ein geometrischer Körper, dessen Grund- und Deckfläche deckungsgleiche Vielecke sind und dessen Seitenflächen rechteckig sind. Die Grundfläche, groß G, ist beim Prisma die Fläche, die unten ist, und die Deckfläche ist, wie der Name schon verrät, die Fläche, die oben auf dem Prisma ist. Deckungsgleiche Grund- und Deckfläche heißt, die Fläche unten und die Fläche oben haben die gleiche Form und sind gleich groß. Man kann auch sagen, sie sind kongruent. Wie diese Form aussieht, ist dabei ganz egal. Es gibt dreieckige Prismen, die werden oft auch als Dreieckssäule bezeichnet. Es gibt viereckige Prismen, falls da zum Beispiel die Grund- und Deckfläche rechteckig sind, nennt man dieses Prisma auch Quader. Falls alle Kanten gleich lang sind, heißt alle Flächen quadratisch sind, ist es ein Würfel. Und dann gibt es natürlich auch noch fünfeckige, sechseckige, siebeneckige und so weitereckige Prismen. Ihr seht, die Anzahl der Ecken der Grund- und Deckfläche gibt dem Prisma seinen Namen. Neben der Grund- und Deckfläche hat ein Prisma auch noch Seitenflächen. Die werden mit Groß S abgekürzt und haben immer die Form eines Rechtecks. Egal wie die Grund- und Deckfläche auch aussieht. Alle Seitenflächen zusammen bilden die sogenannte Mantelfläche Groß M. Die heißt so, weil sie sich wie ein Mantel komplett um das Prisma drumherum legt. Die Höhe des Prisma verläuft immer von der Grundfläche zur Deckfläche und ist quasi eine der Kanten der Mantelfläche. Da man sie auch Körperhöhe nennt, wird sie mit HK abgekürzt. Manchmal auch mit HP für Prismahöhe. Sind Prismen im Mathebuch dargestellt, müssen sie aber nicht immer auf ihrer Grundfläche stehen. Manchmal liegen sie auch auf der Seite. Lasst euch davon aber nicht verwirren. Es ist trotzdem immer noch ein Prisma. Wichtige Größen beim Prisma sind die Oberfläche und das Volumen. Die Oberfläche des Prisma ist alles, was man berühren kann und wird mit der allgemeinen Formel O ist gleich 2 mal G plus M berechnet. Und das Volumen ist alles, was in so ein Prisma reinpasst. Das Volumen wird mit der allgemeinen Formel V ist gleich G mal HK berechnet. Wie man mit diesen Formeln genau rechnet, klären wir aber in einem anderen Video. Was solltet ihr euch jetzt unbedingt merken? Ein Prisma ist ein geometrischer Körper, dessen Grund- und Deckfläche ein deckungsgleiches Vieleck ist und dessen Seitenflächen rechteckig sind. Die Grundfläche wird mit Groß G, die Seitenfläche mit Groß S, die Mantelfläche mit Groß M und die Körperhöhe mit HK abgekürzt. Die allgemeinen Formeln, um die Oberfläche und das Volumen zu berechnen, lauten O ist gleich 2 mal G plus M und V ist gleich G mal HK. Wichtig! Dieser Kollege hier ist kein Prisma. Der hat zwar eine deckungsgleiche Grund- und Deckfläche, aber keine Ecken. Und keine Ecken, kein Prisma. Also weg mit dem Zylinder. Primär war es das dann auch schon mit dem Prisma. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ein Prisma ist eine geometrische Körper. Es gibt... Wie diese Form aussieht, ist dabei ganz egal. Contenance. Es gibt viereckige Prismen. Jetzt habe ich meinen Text vergessen.